Der LT1 Kinotipp wird präsentiert von Star Movie. First Class Kino für eine First Class Zeit. Miss Woodhouse, große Neuigkeiten. Emma Woodhouse lebt in einem verschlafenen englischen Ort des frühen 19. Jahrhunderts, wo sie die bessere Gesellschaft anführt. Ein Gasthof dieser Größe hat immer einen Ballsaal. Und wo es einen Ballsaal gibt, da gibt es auch einen Ball. Man kann nicht leben, ohne zu tanzen. Es sind Fälle bekannt von jungen Menschen, die viele, viele Monate erfolgreich ohne jegliche Tanzveranstaltung ausgekommen sind. Und das ohne an Körper oder Geist Schaden zu nehmen. Aber jemand, der das Vergnügen herumzuwirbeln einmal entdeckt hat, der muss schon sehr schwermütig sein, wenn er nicht nach mehr verlangt. Sie ist unfassbar charmant, sehr stilbewusst, total lustig und eine exzellente Klavierspielerin, was Emma vor allem selbst so sieht. Kein Mann ist gut genug für Emma. Ganz klar, dass sie deswegen ihre Zeit überwiegend dazu nutzt, andere zu verkuppeln. Miss Woodhouse, Sie werden nie erraten, was passiert ist. Robert Martin hat um meine Hand angehalten. Oberste Priorität hat für sie ihre Freundin Harriet, die endlich unter die Haube soll. Ich sehe es als allgemeine Regel, Harriet, dass wenn eine Frau zweifelt, ob sie einen Mann erhören soll oder nicht, sie ihn unbedingt abweisen sollte. Denken Sie, ich sollte besser Nein sagen? Um nichts in der Welt werde ich Ihrer Entscheidung vorgreifen. Sie müssen selbst über Ihr Glück bestimmen. Ich bin nun durchaus entschlossen und habe meine Entscheidung beinahe gefällt, dass ich seinen Antrag ablehnen werde. Emma sorgt im Dorf aber eher für Frust als für Liebesglück. Sie wird deshalb auch immer unglücklicher. Ich muss mir diese kostbare Gelegenheit zunutze machen, um Ihnen meine Gefühle zu gestehen, die Sie bereits kennen. Meine glühende Verehrung. Mr. Elton! Sie vergessen sich. Dass sie nicht nur Verehrer hat, sondern auch eigene romantische Gefühle für jemanden aus dem Dorf entdeckt, macht die Sache nur noch komplizierter. Emma. Vermutlich ohne finanzielle Versorgung und sicher ohne angesehene Verwandtschaft.